Guten Tag und herzlichst willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Es geht endlich wieder weiter. Und, ich habe mir schon überlegt, wie wir das Ganze hier machen. Ich habe schon ein paar Gedanken gemacht. Und zwar, das ist auch so ein kleiner Vorteil von dem kleinen Fail, den ich hatte. Und zwar haben wir ja noch die ganzen Itemhäuser. Oh, und ich glaube, das ist noch gar nicht der Level. Das ist noch gar nicht der Level. Idiot. Ja, egal. Ich kann es ja schon mal erzählen. Ich meine, wenn ich es weiß, dann könnt ihr es ja auch ruhig wissen. In einem Level braucht man den Mini-Pilz. Und den können wir uns einfach aus dem Itemhaus rausholen, bevor wir in den Level reingehen. Denn am Anfang bin ich natürlich da reingegangen, dachte mir so, oh, hier braucht man Mini-Pilz. Shit, habe ich jetzt nicht dabei. Aber kann ich ja eigentlich jetzt mal direkt mitnehmen, wenn ich dann gleich in den Level reingehe. Okay, ach so, hier ist glaube ich auch, ja, hier ist auch eine Mini-Röhre. Wo ich übrigens immer noch nicht weiß, wofür die ist. Echt? War das nicht so ein Bereich mit Mini-Gumbas? Also ist auf jeden Fall reiner Bonus, das ist kein Secret Exit oder so. Ich weiß halt nur nicht mehr, wofür das Ding war. Naja, macht auch nichts. Dafür haben wir leider nicht wirklich die Zeit, weil, ich kann mich noch erinnern, hier die erste Hälfte der zweiten Welt ist ein bisschen länger. So, und da will ich natürlich keine Zeit verschwenden. Nö, auch nicht speichern. Ich möchte direkt weiter zocken. Die paar Sekunden können wir uns sparen. Wir haben sowieso später noch öfters die Gelegenheit zu speichern, also lassen wir es einfach. Ja, dankeschön. Danke für die Wolke. Ich glaube, die Starcoin war hier. Da habe ich mich übrigens auch noch, ja, okay, hier ist er. Da habe ich mich auch noch dran erinnern können. Also auch alles kein Problem. Hier als nächstes die Starcoin. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das im Originalpart echt besser gelaufen. So vom Kommentieren her. Weil hier ist jetzt halt so, ja, ich laufe durch den Level durch und ich kann einfach nicht mehr so wirklich dazu reagieren, weil das wäre viel zu geschauspielert. Und das mag ich halt auch an Videos absolut nicht, wenn man einfach merkt, yo, du schauspielerst das Ganze vor. Was soll das? Dann red doch lieber irgendwie über irgendwelche anderen Sachen. Such dir vielleicht lieber ein Thema raus, über das du dann reden willst. Oh, man muss sogar abspringen, okay. Anstatt hier irgendwas vorzuschauspielern. Weil das ist einfach nur lame. Das ist einfach nur lame. Dann irgendwie so zu tun, ja, ich spiele das jetzt zum ersten Mal. Nee, ist nicht. Hör auf mit dem Scheiß. Ja. So viel dazu. Das war's auf jeden Fall hier mit dem zweiten Level direkt. Wir kommen echt gut durch. Sind bei, oh, gerade mal bei 4 Minuten. Oder etwas über 4 Minuten. Ja, nice. Ich denke, ich werde mir jetzt direkt den Mini-Pilz ins Inventar holen. Ich benutze das Inventar ja sowieso nicht. Also nehmen wir den einfach direkt mit. Wenn ich es überhaupt schaffe. Ja, Mann. Da ist es. Da ist es. Ich habe es bisher immer geschafft, das Item zu bekommen. Echt nice. Let's go. Was ist das für ein Level?
Ah, das ist der. Ja. Okay. Okay, das ist hier der Sewer-Level. Hier, die Starcoin ist easy. Die habe ich auch direkt gefunden. Einfach, ja gut, die findet man aber auch beim normalen Durchspielen direkt. So, kein Problem. Und zum Glück wird das Ding nicht ersetzt. Das ist auch wunderbar. Na, runter mit dir, Mario. Da können wir also Sachen einsammeln, wie wir lustig sind. Da passiert nichts. Da oben ist sonst nichts, halt nur dieses kleine Labyrinth. Echt unwichtig. Als ob ich hier so ein Walkthrough machen würde. Einfach so, ja, rennen wir hier mal kurz durch die Dinger und ja, ich weiß schon, wo alles ist. Ja, aber komm. Was soll ich machen? Ich weiß ganz genau, die zweite Hälfte ist etwas länger hier von der zweiten Welt. Da habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ich denke, das hätte ich beim originalen Durchspielen echt nicht mehr geschafft, weil ich habe mich da erst mit den Münzen aufgehalten, weil ich da dachte, dass wir schon beim Secret Exit sind. Aber nein, man muss tatsächlich nochmal einen Schalter betätigen und dann kommt man zum Secret Exit. Da ist auch fies für neue Spieler, die das noch nicht wissen. Die denken dann so, yo, da ist ein Bonus. Hier, die Münzen kann ich jetzt alle einsammeln und dann, ja, dann verschwindet das Wasser einfach und die gehen dann wieder runter. Und dann finden die den Secret Exit nicht. Ich denke, so ist das zumindest angedacht von Nintendo. Dass sie sich das halt so gedacht haben, yo, wir können da doch dann so tun, als wäre das schon das Secret. Diese Nummer. Aber so Secrets im Secret. Finde ich schon ganz geil, wenn sie nicht zu fies sind. Nein, ich bin zu blöd, um da drauf zu springen. Ach Mann. Ach, komm schon. Ich könnte den Fisch aber eigentlich auch immer wegböllern mit der Feuerblume, ne? Und ist gleich, wenn ich wieder eine Feuerblume hab. Okay, Halbzeit. Moment, Halbzeit? Wir haben die zweite Starcoin noch nicht. Wo ist denn die? Wo ist die zweite Starcoin? Oh, das war Lucky. Hier oben? Nein, hier unten. Okay, da habe ich mich jetzt taktisch treffen lassen, um das einfach noch zu schaffen. Und es hat sogar funktioniert. Let's go. Secret Exit. Ich komme. Das haben wir auch geschafft und hätten sogar fast wieder eine Schnapszahl bekommen, habe ich gerade gesehen. 1,89. Und für den Secret Exit, den man da nochmal betätigt hat, gibt es jetzt auch die Kanone. So, dann zocken wir das ganze Ding einfach nochmal durch. Geben ein bisschen Gas. Weil wir haben den ganzen Level schon gesehen. Das war echt alles. Da kommt nichts mehr. Man geht einfach nur noch durch die Röhre unten und dann ist man schon im Ziel. Finde ich ein bisschen kacke, dass da der Secret Exit dann am Ende ist. Wir hätten vielleicht nochmal so eine Unterteilung machen können mit einer Wand und dann ist da eine Röhre und ja, keine Ahnung. Dass diese Stelle mit dem Koopa hier am Ende, einen Moment. Dass diese Stelle hier so auf der Mitte des Levels ist und dass man dann einfach nochmal was sieht, was Neues. Dass man nochmal was Neues sieht, wenn man den Level dann zum zweiten Mal spielen muss. Kacke, ey. Aber auch anders geplant hier gerade. Mache ich nochmal neu. Mann! Mario! Du Drecksau! Geh jetzt da drauf!
den hässlichen Koopa. Glaube, ich krieg's noch nicht mal, ne? Ja, komm, ey. Habe ich aber auch beim ersten Mal nicht geschafft. Also da muss der Koopa echt sehr weit rechts sein, damit man das schafft. Und am besten auch in einem durch von links nach rechts einfach die ganze Zeit durchgedrückt halten. Und das muss man wahrscheinlich echt gut timen, damit man es hinbekommt. Wie auch immer, die Kanone führt tatsächlich auch zu Welt 5. Wo ich erst meinte, yo, das ist vielleicht, also man denkt sich jetzt so, okay, in der ersten Welt kann man doch auch direkt zu Welt 5. Warum führt dann hier nochmal eine Kanone zu Welt 5? Da habe ich mir erst gedacht, okay, das ist vielleicht, weil man für einen ziemlich krassen Secret Exit direkt belohnt wird. In Welt 1. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für ein Secret Exit das war. Der zur Kanone geführt hat. Aber ich dachte mir halt so, yo, vielleicht war der echt krass. Und dafür wird man dann belohnt, dass man direkt zu Welt 5 kommt. Aber hier muss man ja sogar zwei Secret Exits finden. Also schon ein bisschen lame, die Kanone. Hätte die jetzt zu Welt 6 oder zu Welt 7 geführt, okay. Das hätte Sinn gemacht. Aber so? Naja. Fraglich. Fragwürdig. Gut, was auch immer. Zocken wir hier jetzt auch nochmal schnell ein Level durch. Und holen vor allem die letzte Starcoin. Fällt mir gerade auf. Stimmt, die letzte Starcoin haben wir ja auch noch nicht. Hallo. Okay, wollte nur schauen, ob da ein Block in der Mitte ist. Und war zu blöd, da in die Lücke zu springen. Oh Mann, ey. Ah, okay, hier rechts lang und hier einfach rennen. Da bin ich beim ersten Mal links lang und bin dann einfach runtergefallen, ja. Da war auch nicht schlimm. Geht mal halt wieder hoch. So. Und genau, hier erst den Schalter aktivieren. Und dann kann man hier durchrennen. Ziemlich selbsterklärend. Und was ich auch gefunden habe, ich glaube sogar zum ersten Mal, ich glaube, das habe ich als Kiddy nicht gefunden, ist dieser Block hier. Ich habe immer versucht, mit dem Trampolin da hochzukommen und es ging einfach nicht. Weil ja, das hat halt nicht diese Reichweite. Oder ich habe versucht, hier irgendwie das an den Rand der Röhre zu legen. Okay. Das an den Rand der Röhre zu legen und dann damit ins Ziel zu springen. Aber ja, man kommt natürlich nicht so hoch. Aber hier mit dem Block kommt man ans One-Up. Nice. Und genau, was auch noch wichtig ist, glaube, das Ding hier muss man einmal benutzt haben, damit es quasi als betreten gilt. Und dass man dann dafür den Stern bekommt, glaube ich. Glaube, das ist so. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, das wäre so. Gut. Machen wir das Ding hier noch auf. Ja, speichern wir nochmal. Und wir sind echt gut durchgekommen, ne? Wir sind echt sehr gut durchgekommen. Moment mal. Oh, shit. Shit, da muss ich jetzt aufpassen. Ah, nee, das ist der Level. Das ist der Level, bei dem ich den Mini-Pilz brauche. Dachte schon, das wäre ein anderer und hab mich gerade schon gewundert. Aber nee, das ist tatsächlich das Ding hier. Wollte gerade schon sagen, hä? Wo war denn dann der Level? Bin ich hier. Aber doch, der ist das. Okay. Gut, und jetzt
benutze ich tatsächlich schon den Mini-Pilz. Werde zum Mini-Mario und kann dann hier in die Röhre. Vielleicht gibt es sogar im Level irgendwo einen Mini-Pilz. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der ist. Ich mach's jetzt einfach so. Alles klar. Damit ist der Secret Exit betätigt. Wir kriegen tatsächlich direkt Unterstützung von einem Fragezeichenblock. Das ist sehr, sehr nice. Lassen den Goomba hier dran vorbeilaufen. Und gönnen uns noch einen Mini-Pilz fürs Inventar. Ich glaube, wir brauchen sogar noch einen. Ich weiß nicht, ob das hier am Ende von Welt 2 ist, aber ich glaube schon. Also passt das echt gut. Das passt echt verdammt gut. Okay, alles klar. Sehr nice. Feier ich. Oh, und das feiere ich auch, dass hier die ganzen Viecher weggemacht wurden. Komm, hau ab. Okay, hier durch. Jetzt versuche ich mal hier die ganzen blauen Münzen zu sammeln. Jawohl, hat geklappt. Hier unten, das habe ich auch direkt gesehen. Also auch kein Vorteil dadurch, dass ich es eben gespielt habe. Hier kann man durch. Kommt dann hier in diese Untergrundpassage. Mit den Cheep Cheeps. Kommt dann hier oben wieder raus. Und kann sich dann, ich glaube, die zweite Starcoin abholen. Weiter? Jawohl. Wunderbar. Ja, komm, hau ab. Okay, halt nicht. Gehe ich halt rechts lang. Okay, nice. Okay. Paragumma weg. Und, ja, so, jetzt aber. Hier wurde ich, ach komm, hau einfach ab. Hier wurde ich hart outplayed beim ersten Mal spielen, weil der Hammerbruder ist genau in dem Moment runtergesprungen und hat einen Hammer geworfen, als ich einen Feuerball auf den geworfen habe. Und so konnte ich den dann nicht treffen. Er hat aber dann mich getroffen. Das war echt eine krasse Aktion. Das ist von ihm, nicht von mir. So. Alles klar. Ja, dann haben wir es fast schon geschafft. Dann können wir auch im nächsten Part dann vernünftig weitermachen. Ich freue mich schon. Vorfreude ist die schönste Freude, wie man so schön sagt. Ist zwar nicht immer der Fall, weil einem das dann manchmal, ja, keine Ahnung, weil einem Tage dann manchmal wie Jahre vorkommen. Aber im Prinzip ist man dann ja so ziemlich die ganze Zeit happy, weil man weiß, yo, da kommt demnächst was richtig Geiles, auf was ich mich freuen kann. So, und links oben, das weiß ich schon, da ist der Eingang zur... Achso, Moment. Kacke, jetzt... Meh. Egal, da ist der Eingang zur zweiten Starcoin. Hier unten ist allerdings die erste. Und da habe ich mich dann ziemlich aufgeregt. So von wegen, ja, was soll das? Man wird hier an der ersten Starcoin vorbeigeschleust. Und genau derselben Meinung bin ich immer noch. Es geht eigentlich nicht, dass man hier dann die erste Starcoin verpasst. Und da beim ersten Mal zocken bin ich auch ziemlich in Zeitdruck geraten.
hatte dann hinterher nur noch, keine Ahnung, 30 Sekunden, um Bowser Jr. zu besiegen. Ich meine, klar, das passt, das geht. Aber hätte ich dann noch ein bisschen länger irgendwie rumgehangen, dann wäre das sehr knapp geworden. Also es war schon, es ist schon echt scheiße, weil man ist hier schon am Ende des Levels. Und so muss man dann halt nochmal den halben Level zurücklaufen. Das ist schon sehr kacke. Und wie ich finde auch einen, ja, einen Designfehler, finde ich. Ist einfach dumm. Macht keinen Sinn. Man möchte immerhin beim ersten Mal zocken direkt alle Sternmünzen finden können. Und deswegen sollte einem auch die... Oh, was? Okay. Deswegen sollte einem auch die Möglichkeit dazu gegeben werden, das tun zu können. Jo, alles klar. Hat mich gerade sehr überrascht, dass man Bowser Jr. mit den Feuerbällen direkt besiegen kann. Anstatt ihm erstmal nur ein Leben und dann das nächste abzuziehen. Aber na gut. Dann lohnt sich das zumindest auch, die Feuerbälle, die Feuerblume zu benutzen gegen ihn. Ist dann so eine zusätzliche Challenge. Alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich denke, ich werde dann hier die ganzen Bonushäuser... Was heißt die ganzen Bonushäuser? Hier das eine Bonushaus, weil die anderen beiden können wir nicht benutzen, weil wir sonst einen Mini-Pilz ersetzen würden. Ich werde dann das Abhaus im nächsten Part machen, weil ihr seht es ja selber auf der Karte. Es ist nur noch das eine Level vom Castle und irgendwie muss ich das Ganze dann auch füllen. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.